Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Lumberjacks Dynasty. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, wir wollen uns hier die letzten zwei Häuser noch fertig bauen. Und damit wir hier diese Mission hier fertig haben, ein lokaler Investor. Und ich bin natürlich auch mal gespannt, was es dann als nächstes gibt für eine Mission, die wir erledigen müssen. Das ist ja quasi auch das letzte hier. Und schauen wir mal, wie es dann hier weitergeht. So, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Und fangen wir erstmal an hier mit dem Boden. Ich will auf jeden Fall hoffen, dass unsere Bretter überhaupt auch reichen hier. Für die restlichen zwei Häuser, die wir hier noch fertigstellen müssen. So, hier nochmal. Und hier. So. Ja, sind wir jetzt schon fertig hier mit dem Boden. Und können gleich hier anfangen mit den Wänden. Machen die auch noch gleich. So. So, hier noch. So, haben wir es ja gleich. Und hier noch. So, machen wir jetzt hier noch das Dach. Erstmal wieder über neue Bretter. Das sind echt die letzten Bretter, die wir hier noch stehen haben. Ich bin echt mal gespannt, ob das wirklich reicht. Oder ob wir nochmal losfahren müssen. Und müssen uns noch eine Palette holen. So. Hier noch. So. Sollte man eigentlich hier drinnen jetzt eigentlich alles haben? Ja, also. Außer das Dach natürlich. Das müssen wir jetzt noch machen. So. Einmal hier noch. So. Gehen wir hier gleich nochmal raus. Machen noch die Veranda fertig. So. Drüben fehlt noch was. Und ja, es dürfte man jetzt eigentlich fertig sein hier. Ja, sieht ganz gut aus. Und dann geht's gleich weiter hier. So. Hier gleich die Wände gleich ein bisschen mitmachen. So. Ist hier noch was? Hier. Und hier unten noch.
So. Hier unten noch der Fußboden. So. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier überall ein bisschen angefangen. Auch nicht schlecht. Überall fehlt jetzt was. Ohne System hier. Aber kriegt mir auch so hin. So, wo ist denn jetzt hier der Punkt? Ach, wir haben schon wieder keine Bretter mehr. Ja. Jetzt sieht es natürlich schlecht aus. Wir brauchen unbedingt noch Bretter. Und als ob ich das schon geahnt hätte, dass wir jetzt noch eine Palette Bretter noch brauchen. Und ja, würde ich mal sagen, fahren wir hier schnell los. Und besorgen uns hier noch eine Palette Bretter. Ja, natürlich wirklich hier schlecht geplant. Aber naja, ich dachte, wir reichen mit 4 Paletten. Aber anscheinend ja doch nicht. So, fahren wir mal hier hoch. So, ich werde das Ganze jetzt auch hier an der Stelle jetzt hier cutten. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder bei den Investor sind. So, wir sind wieder auf dem Rückweg hier zu den Investor. Wir haben jetzt unsere letzte Palette, die wir noch brauchen, an Holz aufgeladen und werden jetzt natürlich das Haus hier noch fertig machen. So, laden wir uns mal das hier ab. So, stellen wir uns gleich hier drüben hin. Na, jetzt. So, steigen wir mal hier aus und nehmen uns hier wieder die Bretter auf. So, und machen hier das Haus jetzt fertig. Und dann unterhalten wir uns nochmal mit dem Investor. So, mit dem Boden noch machen. Das werden wir jetzt auch gleich hier erledigen. So, hier noch. Und hier noch. So. Ist der Boden hier fertig. Und machen wir jetzt hier die Wände weiter. So, hier noch. So, müssen wir jetzt eigentlich die Wände jetzt hier fertig haben. Soweit. Ja, hier nochmal. Und hier noch. So, machen wir hier das Dach. So. Hier noch. Ja, jetzt hier nochmal. Und jetzt haben wir das alles erledigt. Gehe zu James und hol dir deine Belohnung. Gut, sind wir eigentlich fertig hier. Ja, aber was ist jetzt hier mit der Palette hier, die noch steht? Könnten wir ja gut gebrauchen, ne? Aber ich glaube, die verschwindet dann, sobald wir jetzt den Auftrag
erledigt haben. So, da können jetzt eigentlich schon die Leute kommen hier, die hier auch übernachten wollen. Die Häuser sind hier fertig. Gut, gehen wir mal hin und unterhalten uns mal. Die Arbeit ist erledigt. Die Häuser sind wie gewünscht repariert. Und du hast es rechtzeitig geschafft. Dein Onkel hatte recht, was dich betrifft. Hier, bitte, die Prämie. So, da bekommen wir jetzt auch nochmal Geld und haben jetzt, ja, 5.200 € und 1.000 Sozialpunkte haben jetzt noch dazu bekommen. Und die neue Mission ist, sprich mit Lilly, versuche, ja, konnte ich jetzt nicht ganz lesen, aber das kriege ich mir noch raus. Schauen wir mal hier. Sprich mit Lilly, versuche, Geschäftsgeheimnisse zu erfahren. Ja, gut. Das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Und ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert meinen Kanal und lasst natürlich auch ein Däumchen da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ja, ich bin raus. Tschüss, macht's gut.